Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Heute mal zu einer ganz ungewohnten Zeit, keine Ahnung, 17 Uhr. Blauer Himmel, Sonnenschein, der Urlaub ist wieder toll. Obwohl ich heute Nacht wirklich wenig Schlaf gekriegt habe, weil ich habe ja gestern über meinen, während ich meine Feiertagskollektion gegossen und eingepackt und aufgeklebt habe, habe ich angefangen, mir den neuen Ariel-Film zu Gemüte zu führen. Und weil das so schön war, habe ich mir danach nochmal die Realverfilmung, ich glaube zum 5. oder 6. Mal, von Der Schönen und das Biest reingezogen. Also es war bei mir heute, ich glaube, 1:15, 1:30, I don't know. Es war auf jeden Fall relativ spät. Und irgendwie bin ich um 8:15 schon wieder aufgewacht. Ja. So viel dazu. Dann ist mir heute mal um 10:45 mal das Handy fast aus der Hand gefallen vor der Haustür, weil dieser Probealarm anging. Ja, diesmal hat es funktioniert, obwohl mein Handy meistens, also in 9 von 10 Fällen ist mein Handy auf lautlos. Und ja, aber diesmal nicht. Und ich hatte das gerade in der Hand, weil ich eigentlich eine WhatsApp schreiben wollte. Und plötzlich geht dieser Probealarm los. Und ach Gott, Hilfe. Also wenn ich das vorher nicht gelesen hätte, ich hätte es echt fallen lassen. Na. Also das war schon wieder heilige Katastrophe. Aber okay. Wir reden über meinen Club. Der ist heute gekommen. Ach, ich bin schwer in Lauf mit den einzelnen Düften. Wir fangen gleich mal an. Ich habe mir nämlich den Blackberry Orange Marmalade in den Club geschmissen, weil der aus mir unbegreiflichen Gründen nicht im Herbst-Winter-Katalog ist, was ich echt schade finde. Oh, der ist orangig, der ist brombeerig, der ist fruchtig, der ist süß, der ist einfach, also eigentlich, ja jetzt gut auch, wir haben jetzt zwar keine 30 Grad, aber 20 Grad. Und ich glaube, der fetzt da richtig. Also, der ist wirklich mega fruchtig. Wir haben Orangen- und Brombeermarmelade auf Zuckerkristall. Also, der ist wirklich, wirklich richtig gut. Ich hatte den jetzt schon Jahre nicht mehr. Also, ich glaube, 3 Jahre bestimmt. Und ich werde den, glaube ich, mal in meinem Büro austesten. Ob sich da irgendwas verändert hat? Nee, glaube ich nicht. Also ich muss hier immer gucken, weil, ja. Dann als nächstes habe ich den Simply Black Cherry drin. Also ist ja... Gott, ist der geil. Ist der geil. Also ich sag's euch, dieser Kirschduft, also... Ich bin wirklich fasziniert, wie man eigentlich beim Erdbeerduft immer so verkacken kann, dass der so künstlich riecht, aber dann im Endeffekt so einen richtig geilen Kirschduft kreieren kann. Gott, das riecht so wie so eine richtig geile, süße Schwarzkirschenmarmelade, die man frisch aufmacht und wo dann noch so die Stückchen drin sind. Das ist, oh. Der ist echt, also der ist der Knaller und der ist sowas von intensiv. Ich habe ja im Wohnzimmer, in meinem mittleren Bereich, habe ich den Simply Black Cherry drin. Und wenn du die Haustür aufmachst und es riecht alles nach Kirsche, das ist mega, mega geil. Also der riecht, der ist wirklich sehr intensiv und der riecht so lange und der riecht so geil. Oh, verstehe ich auch nicht, warum der im Herbst-Winter-Katalog nicht drin ist, weil der ist auch im Winter sowas von geil. Glaubt ihr gar nicht. Glaubt ihr gar nicht. So, als nächstes, oh Gott, und da habe ich mich ja so, also da habe ich echt mich drauf gefreut, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt wird es schon langsam ein bisschen kritisch. Ja, natürlich, den Camo Camo. Ich kann den jetzt noch ein bisschen... ansammeln. Ich kriege ja meinen Club monatlich, dass ich dann wieder voll angreifen kann, wenn Frühling ist. Obwohl im Winter werde ich den natürlich auch testen. Ist ja ganz klar.
dieser Mandarinenduft, der ist so ein richtig schöner, weicher, eigentlich schon so eine Art Frühlingsduft. Aber der ist so mega geil. Und dann auch noch diese Passionsfrucht, dann auch noch dieser, der macht ja eigentlich so minimal herb, aber echt nur minimal und es kommt dann trotzdem wieder die Mandarine durch und es ist so geil. Happy! Ich muss meinem Hund hier immer ein bisschen mal zur Ruhe besänftigen, weil der sitzt nämlich momentan im Garten. Das Herrchen ist noch nicht von der Arbeit zu Hause, deswegen würde da unten nämlich ein bisschen leidig. Und dann kläfft er nämlich immer ein bisschen rum. Als nächstes. Ja, naja, ganz klar, ihr wisst ja, ne? Der Maraschino Sugar Cookie ist wirklich ein Vanille-Cupcake mit Vanillesahne und einer Maraschino-Kirsche. Das ist also mit einer von den geilsten Bäckereidüften. Also ich finde den, muss ich sagen, sogar noch geiler wie den Blueberry Cheesecake. Also der im Winter, wenn es richtig kalt ist, in der Küche, euch haut's um. Euch haut's wirklich um. Ach ja, der ist. Oh, kriege ich schon wieder Hunger, verdammt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten. Zur Senspiration, der Mango Shortcake. Also, ich sag ja, ich bin ja dieses Jahr wirklich zum Bäckermädchen mutiert. Oh, ja, der ist auch. So ein gebackenes Teilchen mit Mango, Schlagsahne und Vanille gemischt. Also, es ist auch richtig, richtig geil. Oh ja, und der riecht in der Lampe so mega. Also, ich bin ja echt nicht jeder, der alles da so in den Himmel hebt, ne? Aber meine Clubdüfte, die sind schon aus einem bestimmten Grund in meinem Club, weil ich diese Düfte liebe. Und ich feiere die. Ich feiere wirklich jeden einzelnen. Und es sind der ein oder andere, es sind eins, zwei, drei, ich glaube, fünf neue dabei, vier neue dabei. Und ja, also, die einen habe ich natürlich noch nicht. Ja, so viel zum Thema mal wieder vorbereitet sein, ne? Ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja, dass ich eigentlich nie vorbereitet bin. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Ich bin fast vorbereitet. Also, ja. Ja, ich sag ja, es ist lustig hier bei mir. Dann lasse ich das auch hier gleich mal draußen. Nee, Fußball haben wir nicht, aber den haben wir. So, hier drauf. Wir fangen gleich mit dem nächsten an. Friends. Da feiere ich ja die Lampe immer noch. Und der Duft, komischerweise jetzt wieder, der ist jetzt ein bisschen kälter, ist Kaffee. Ist echt Kaffee. Ist zwar echt so eine leichte Crema, das ist durch das Kokos, aber ich habe wirklich festgestellt, wenn es kälter draußen ist und auch im Raum selber, habt ihr da einen richtig geilen Kaffeeduft. Ist es zu warm, finde ich, kommt die Kokosnuss mehr raus. Also, es ist echt crazy. Also der Duft ist echt crazy. Ja, so jetzt wieder eins zu eins, wie wenn du in so eine Kaffeedose reinriechst. Ist so ein richtig schöner, herber, dunkler, schwarzer Kaffee. Ja, ist einfach. Was haben wir? Doppelter Espresso und frisch gebrühter Kaffee schaffen die beste Kaffeehausstimmung, in der Momente mit Freunden durch Lachen und Kokosnusscreme versüßt werden.
muss ich mir auch mal wieder jetzt in mein schlaues Büchlein mal reinschreiben, meine ganzen Düfte, weil es nimmt hier echt schon ein bisschen, ja, überhand. Dann Monster AG. Monstropolis. So, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh ja, der ist zitrisch, fruchtig, echt ein kleines bisschen herb. Aber das ist auch wieder, den würde ich echt ins Badezimmer schmeißen oder in die Gästetoilette. Also im Ausnahmefall, wenn ihr vielleicht so einen großen Flur habt, ja. Wird natürlich getestet. Öffnen Sie die Tür zu einem unglaublichen Duft. Eine Monsterdosis an Mandarine, Wassermelone, Ananas und üppiger Palme erwarten Sie in einer Welt wie keine andere. Da haben wir den her. So, ganz neu drin. Und dann... Ach ja, stimmt, ich habe wieder Club, also habe ich wieder ein glänzendes Holo. Ist ja meistens so. Ah, scheiße, schau, der ist ausgelaufen. Der ist ausgelaufen. Aber der riecht schon wieder durch die Packung. Eigentlich ist mir, wo ich gestern aufgemacht habe, ist mir der bei meinen anderen, ach nee, bei meinen anderen war das. Ach so, gestern stimmt, ist mir, beziehungsweise bei meiner Großbestellung vorgestern war das. Da ist mir ja der Sea Salt und Avocado ausgelaufen. Ey, und glaubt mir, ich habe diesen Duft, glaube ich, noch keine Ahnung, wie viele Stunden in der Nase gehabt. Aber ja, geil. Geil. Also der ist, also im Gegensatz zum roten, also ich muss sagen, ja, er ist besser wie, also ja, jein, also er ist definitiv schwächer wie der rote, aber der ist jetzt wieder irgendwie, der geht mir jetzt irgendwie schon wieder zu viel in die Frische. Aber ich glaube, wenn der dann warm ist, kommt dann die Orange ein bisschen mehr raus. Also, dass er dann ein bisschen nicht mehr gar so frisch ist. Also nicht mehr ganz so blau. Aber jetzt gerade finde ich ihn echt nur bäh. Okay, sorry, aber ich weiß nicht. Also gerade finde ich ihn, ich habe den irgendwie süßer in Erinnerung. Der riecht echt irgendwie gerade wie Klostein. Okay, werde ich natürlich auch testen, aber ich denke mal, zu 80% fliegt der wieder raus. Ja, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ach, schau, die habe ich hier. Naja, ganz klar, der bleibt ja natürlich drin, ja. Hokus Pokus. Ich hoffe immer noch auf die Lampe, dass die noch mal kommt. Ach ja, dieses... Ach Gott, da freue ich mich, wenn es so richtig so kalt draußen ist, so nass draußen ist, dunkel draußen ist und du schmeißt diesen Duft in die Lampe mit... Der ist sowas von fruchtig ist mit Pflaume und Kirsche und dann ist wirklich diese Abrundung durch die Vanille, der ist einfach absolut böse gut. Der ist so toll. Und seit neuestem. So, Mietz, komm, raus. Ups. Oh, ja. Da riecht man also wirklich gleich die Kirsche. Und es ist so eine richtig schöne, große, schwarze Süßkirsche.
Und dann so eine richtig geile, reife, schon fast überreife Pflaume. Richtig geil. Man nehme magische Brombeere, schwarze Pflaume, füge verbotene Kirsche und einen Spritzer gewürzte Vanille hinzu, rühre dreimal um und schon wirkt der Zauber. Ja, also der Bar hat mich definitiv verzaubert. Also muss ich echt sagen. Als nächstes haben wir, was habe ich hier drin? Ach ja. Die Cinderella. The Happily Ever After. The One and Only Princess Duft für mich. Oh, der ist so blumig. Also die Gardenie, die knallt euch gleich so in die Nase. Das ist der absolute Wahnsinn. Und auch wenn der in der Lampe ist. Das ist wirklich so, wie wenn man in so einem richtig geilen großen Blumenfeld liegt. Wenn nicht sogar noch mehr. Also, ja. Also, und der ist auch wirklich, und das ist scheiß wurscht, wie viele Würfel ich reinschmeiß. Du riechst den im ganzen Haus. Der übertönt dir wirklich alle Düfte. Also, bei mir zumindest, also die Kombinationen, die wusste ich bis jetzt drinnen hatte. Aber der ist so da habe ich mir letztens volle Dröhnung besorgt im Wohnzimmer mit dem. Oh Gott. Ja. Entdecken Sie Ihr Märchen mit einem Ende wie aus dem Bilderbuch, mit einem süßen und romantischen Bouquet aus Gardenie, Vergissmeinnicht und frischer Zitrone. Der ist wirklich. Dann haben wir als nächstes den Stitch. Also ich muss ja wirklich zu meiner Schande momentan gestehen, als die das erste Mal rauskamen, hatte ich ja wirklich ganz, ganz lange den Angel-Duft drin, weil ich den so gefeiert habe. Mittlerweile hat sich das auch wieder ein bisschen gedreht. Ja, bei mir ist momentan echt der Stitch der Hit. Also ja. Da werde ich dann am Sonntag was dazu sagen. Bei was habe ich erwärmt? Und ja, aber der Stitch ist momentan ist wirklich so. Ich mag den einfach momentan mehr. Also, oh ja. Das Erste, was man wirklich ranriecht, ist Orange. So richtig schöne, ist richtig schöner Orangenduft. Und dann Ananas. Orange, Ananas. So ein bisschen süßlich, minimal herb. Und der ist einfach, ich feiere den momentan. Also, ich weiß auch nicht. Aber mit dem kann ich momentan einfach mehr anfangen, wie mit der Angel. Wir haben ein Exemplar wie Disney Stitch erfordert die perfekte Formel, um dieses Becherglas mit Valencia-Orange, Ananasnektar, Zuckerrohr und salzigem Meeresdunst dient als süßer Katalysator. Stitch. Dann haben wir noch, ne, ganz klar, aber ich muss sagen, die Alice, ich bin mit der momentan so ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ich weiß auch nicht, an was das liegt. Also ich habe jetzt mich nicht überrochen an dem oder so, aber ich komme mit dem momentan irgendwie nicht klar. Also das ist irgendwie momentan so eine richtige Liebe-Hass-Beziehung. Ich denke mir jeden Monat, ich schmeiß den aus dem Club raus, aber ich weiß, wie ich beim letzten Mal rumgeheult habe. Als ich ihn rausgeschmissen habe. Deswegen ist der einfach noch im Club. Weil ich wirklich Angst habe, dass ich den dann doch irgendwie wieder toll finde. Also ich finde ihn ja toll. Also der ist ja wirklich mega. Der ist also auch wieder mit fruchtig, pflaumig, herb. Also ist richtig geil. Aber ich weiß nicht. Also ich. Wir sind momentan echt keine Freunde.
Ja, der ist unglaublich geil. Aber ich mag den momentan einfach nicht in der Lampe. Ich weiß nicht, an was es liegt. Also das geht jetzt wirklich schon seit Wochen so. Ja, ich will ihn aber nicht aus dem Club schmeißen, weil ich weiß, was passieren könnte. Wie viel habe ich noch da? Vier. Vier. Also das ist der fünfte. Ja, rein theoretisch könnte es schon. Nee, da hinten habe ich noch einen stehen. Sechs. Also ich habe sechs. ja, ich weiß nicht. Also momentan ist es echt schwierig mit Alice. Verirren Sie sich im Wunderland mit lebendigen und sprudelnd frischen Duftnoten wie herbe Pflaume, Erdbeere und rosa Zucker. Und was soll ich sagen? The one and only. Fearless by Nature. Wie sage ich es? Mein persönlicher Seelenduft. Also, ich habe mich ja wirklich. Also, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Es war der zweite oder dritte Schnüff. Aber ich bin mittlerweile so vernarrt in diesen Duft. Es ist echter Knaller. Also der holt mich echt immer, der holt mich ab, der holt mich runter. Ich weiß nicht, liegt es am Salbei, liegt es an den Wildblumen? I don't know. Aber ich feiere den. Ich feiere den von vorne bis hinten. Oh, der ist. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, dass. Aber Gott, dieser Duft ist so endgeil, ich schwör's euch, echt. Der ist wirklich, da merkst du, also ich merke es wirklich, wenn ich daran rieche, wie sich mein Puls verlangsamt und das wirklich, dass ich da echt runterkomme, ne? Also das ist, der ist wirklich der absolute Oberknaller. Ich liebe den, ich feiere den. Gott, ich schmeiß den nie aus dem Club raus. Nie. Never. Ich erhöhe den höchstens, wenn der mal wieder kommen sollte. Oh ja, der ist bombastisch geil. Wagen Sie sich gestärkt von unerschütterlicher Loyalität auf eine Reise in den Wald, umgeben vom Duft von Wildblumen und Salbei. Halleluja, ich habe doch nicht etwa mal dieses verdammte Wort auf Anhieb rausgebracht. Huhu! Bin da gerade schon ein bisschen stolz auf mich. Aber er ist einfach richtig geil. Gott, der ist einfach so richtig geil. Naja, und weil ich ja da schon wieder zugeschlagen habe wie eine Geisteskranke, ne? Habe ich natürlich wieder momentan meine Lieblings Wachsentferner, die Cotton Cleaner Pads, zum halben Preis genommen. Also die haben jetzt dann nur noch, ich glaube, 7,12 € gekostet. Ja, ich glaube, sonst kosten sie 14,25. 25 Stück. Ja, ist also den Wechsel, was ich so immer habe, ja. Und ich habe da jetzt auch was festgestellt. Ich habe was festgestellt, was richtig Geiles. Wer von euch einen Diffuser zu Hause hat und zufällig auch die Cotton Cleaner Pads, es war vorgestern aus der Not eigentlich heraus, weil ich mein Öl wechseln wollte, beziehungsweise ich wollte nicht wechseln. Ich habe eigentlich gedacht, mein Diffuser ist leer, aber anscheinend habe ich den auch mal wieder ausgeschalten, ohne zu gucken, ob da noch was drin ist. Dann war natürlich noch so viel drin. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, das Ding ist wieder abstecken und abmachen und wegschütten. Da jetzt echt keine Böcke drauf. Dann habe ich mir so mal die Öffnung vom Diffuser angeguckt. Da habe ich mir gedacht, naja, rein theoretisch könnte da ein Cut-and-Clean-Up-Pad reinpassen. Gedacht, getan. Und was soll ich sagen? Man kann mit dem Watte-Ding dann so schön dann auch noch da drin rumfahren, dann ist das Ding nicht nur leer, sondern auch noch sauber. Ha! Also probiert's mal aus, wenn ihr einen Diffuser und ein Kattencleaner-Pad habt, dann probiert es gerne mal aus und ihr dürft mir auch gerne berichten. Ja,
was kommt jetzt dann noch? Ach ja, ich habe ja extra, weil es mich wirklich interessiert. Es interessiert mich wirklich. Diese neue Lampe, die Mood in Schwarz, mir gekauft. Und die werde ich jetzt dann natürlich auf Herz und Nieren testen. Und im nächsten Video wird es dann darum gehen, dass wir uns das Ding mal genauer anschauen und auch mal auspacken. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Also es ist immer noch im Karton drin. Ich habe nicht mal reingelurrt. Also hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet. Deswegen muss ich jetzt wirklich warten, bis ich das nächste Video jetzt hier anfange. Aber ja, wir nehmen es unter die Lupe. Ich werde einen Test machen und dann euch natürlich unverblümt und charmant wie immer meine Meinung dazu kundtun. Und ja, das war es jetzt dann wieder von mir und meinem Club. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restdonnerstag. Ja, ich werde mich jetzt mit meinem Käffchen. Nee, werde ich nicht. Ich werde jetzt dann erst das Video. Oder ich gehe erst noch. Na, ich genieße erst, glaube ich, jetzt noch mal ein paar Minuten die Sonne im Garten, solange die noch präsent ist. Und dann werde ich mich an das Video setzen für die Mutlampe. Also, meine Lieben, macht's gut.